Hey, willkommen zur neuen Folge von Satisfactory auf meinem Kanal. Und direkt zum Start eine Entschuldigung, weil ich ein bisschen krank war. Ich hatte Schnupfen und deswegen klingt meine Stimme in dem Video ein bisschen, naja, anders. Und ich musste sehr häufig meine Stimme rauscutten. Falls ich es mal vergessen habe und räuspern sollte oder irgendwas in dem Video, tut es mir leid. Sonst wünsche ich euch viel Spaß und schaut bei King of Ender vorbei, da kommt die nächste Folge. Und ja, viel Spaß mit dem Video und auf bald. Wir sehen da rechts ein Gebilde, ja? Und seht es mir nach, ich bin immer noch ein bisschen angekrankt, deswegen will ich nicht so viel reden eigentlich, aber naja. So, die Spielidee war so wie folgt. Wir drei haben jetzt hier verschiedene Richtungen. Heißt, jeder geht in eine verschiedene Richtung gleich und darf sich diese Kiste looten, die in dem einen Ausgang steht. Noch nicht angucken, ist noch nicht wichtig. Und wir werden mit dieser Kiste, was da drin ist, werden wir was bauen. Nämlich jeder einen Jump'n'Run. Oh, cool, ne? Wow. Und dieses Jump'n'Run muss dann der Nächste schaffen. Und der, was halt zuerst das Jump'n'Run von dem anderen geschafft hat, hat gewonnen. Am besten geht das Spiel halt wahrscheinlich zu zweit, da wir zu dritt sind, ne? Würde ich einfach sagen, jeder nimmt sich eine Ecke aus und wir sagen dann einfach im Uhrzeigersinn, muss dann, zum Beispiel King of Ender steht da und ich stehe da, muss dann King of Ender mein Jump'n'Run schaffen. Und wenn King of Ender mein Jump'n'Run zuerst schafft und sagt, ich bin fertig und ist auf dem höchsten oder auf dem Punkt, wo es halt endet, hat King of Ender gewonnen und dann ist Easy seinen Sieg. Ich hab eine Frage. Habt ihr so verstanden? Ja, was ist denn los? Darf ich, beim Baum mir meine Musik anmachen? Wenn du... Okay, dann gehst du in die eine Ecke, ich gehe in die andere. Dann muss ich mich nicht anhören. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, also ich weiß halt nicht, in welche Ecke wir gehen, weil sonst kann man ja einfach sagen, jo, ich gehe in die und Yoshi geht in die und dann wüsste ich ja schon, dass ich Yoshi-Sense bekomme, was halt unfair wäre. Heißt, ich würde sagen, wir machen unser legendäres oh mein Schere, Stein, Papier-Duell wieder. Ich würde sagen, der Verlierer geht halt immer, dann der erste Verlierer geht dahin, der zweite Verlierer geht dahin und der dritte Verlierer geht hierhin. Es sind nicht so viele Materialien in der Kiste, weil wir erstens nicht so viel hatten und zweitens wusste ich ja nicht, wie viele wir brauchen. Okay. Und es soll auch nicht so lang werden, ne? Aber ja. Hoffentlich wären es nicht nur 5 Sprünge, weil dann wäre es ein bisschen lame. Gucken wir mal. Okay, dann kommt mal her. Also seid ihr bereit? Mhm. Okay, 3, 2, 1, jetzt. Alles klar, ich hab verloren. Ihr könnt beide. Ich gewinne, glaube ich. Ich bin immer der Erste, der verliert. Okay. 3, 2, 1. Okay. Ich würde aber sagen, wir bauen es einfach 5 Minuten. Ich werde einen Timer stellen auf 5 Minuten. Und dann schauen wir einfach mal, ne? Und dann würde ich einfach sagen, ich gehe halt dann nach rechts. Und also zu King of Ender, King of Ender zu Yoshi und Yoshi zu meinem. Ist das okay? Wieso baust du schon? Achso. Na, ich bin ja immer beim Erklären. Okay, sorry. Aber egal. Ja, warte, ich würde jetzt einen Timer einstellen, ja? Ich würde sagen, es geht los in 3, 2, 1 und los. Also 5 Minuten jetzt einfach bauen. Versuchen, Jump'n'Run hinzubekommen. Eins, das am besten möglich ist. Und der rechts daneben muss als erstes es schaffen, wenn derjenige es geschafft hat. Ich werde mich nur die Stützen auszuziehen, weil dann kannst du die Sprünge direkt testen, ohne dass irgendwas gefälscht ist dabei. Ja. So. Na, erzählt mal ein bisschen von euch. Ja. Ich bin Yoshi. Du bist Yoshi. Ich bin King of Zwende. So, der bist du auch so? Ja, genau der. Warum der? Weil... Ach so, die Beine ausziehen, ne? Nur nochmal am Rande, habe ich jetzt auch vergessen. Ja. Ja, habe ich gerade gemacht. Danke, okay, ich habe es noch nicht gemacht, deswegen. Nein, Mann! Okay, das ist niemals machbar. Ich dachte ich mir bei meinem Sprung gerade auf. Abkürzungen dürfen genutzt werden, ne? Wenn sie möglich gemacht worden sind. Ich sag's nur, wie es ist. Man muss richtig. Warum geht die nicht an? Alles gut. Also ich mach ohne Checkpoints, ne? Nur so am Rande. Ich will einfach nur ekelhafte Sprünge machen, das ist eigentlich mein Dingziel. Ich eigentlich auch. Das kann ich gar nicht bauen, okay. Ich hab dir noch Materialien, ja, ist gut ausgelegt sogar. Ja, okay, ja. Passt ja alles. Okay, ich möchte halt schauen, dass man da wirklich auch schaffbar ist, weil... Ja, es ist doch leider auch sehr wichtig, ja. Wie lange haben wir noch? Wir haben noch 1 Minute 30. Okay. Ich glaube, dann mache ich jetzt hier auch gleich das Ende sogar schon hin. Okay, den schafft man. Ich glaube, da kann man auch so hin. Okay, nevermind.
Ich baue das extra falsch rum, damit man noch Zeit vergeuden muss. Oh ja, da muss man einmal drum laufen, finde ich gut. Man, das vielleicht sogar hin? Weiß gar nicht. Könnte knapp werden. Aber ja, tatsächlich, das kriegt man hin. Kann man irgendwie in der Luft noch Sachen platzieren? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, ne? Ich würde einfach sagen, das ist jetzt mein letzter Sprung gewesen. Hier oben drauf ist zu Ende. Das Ende muss sichtbar erkennbar sein, okay? Ja. Also das kann man ja nicht schwer ausstellen mit hier ist das Ende, aber ich glaube, ich lasse es einfach so, wie es ab. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr so gebaut habt. Ich muss jetzt hier noch einen Block schnell ausgleichen. Ihr habt noch 13 Sekunden. 10, 9, okay, 8, 7, 6, 5, der war zu viel, 4, 3, 2, 1. Okay, aufhören. Also das Ziel sollte eigentlich erkennbar sein, weil es das höchste ist, aber... Naja, wenn jetzt jemand sagt, ich bin fertig, dann... Ja, wir können es ja mal zeigen, wie es geht, aber... Oder wollt ihr einfach sagen, der eine muss aber durchspringen? Alter, ich hoffe, was hast du gebaut und ich muss die Kacke springen. Ja, wir können auch kurz zeigen, was wir gebaut haben, wenn ihr wollt. Ich hab noch echt viele Sachen nicht übrig, ich hätte viel mehr bauen können. Ich hab voll noch super viel. Spaß. Also hier links fängt man an. Ich spring's aber nicht vor, nicht vorspringen, nicht üben. Und dann muss man hier drauf springen, ne? Und dann muss man hier drauf und dann muss man hier ein bisschen über die kleinen Dinger rüber hüpfen. Und auf diese Wand drauf und dann hier hoch und dann nur noch da hoch und dann auf die Leiter drauf. Das ist eigentlich alles. Ja, die Leiter ist das Ziel, oder? Die Leiter aus. Oben ist das Ziel, ja. Also wenn der du Mast oben... Sieht simpel aus. Also, nee, also nicht die Leiter da, an dem die, nicht dein Mast nach oben, sondern diese wie heißen die Dinger, die kleinen... ja, du meinst die Stahlbahn. Der Fördermast, richtig. Oben drauf stehen. Dann kannst du sagen, fertig. Okay. Ja. Okay, also. Ja, war auf die Schnelle das Einzige, was jetzt hast du mir also gemacht. Zeig mal, ja. Kaffee trinken. Also hier ist der Start. Hier klettert man zuerst hoch. Ja. Dann muss man auf diesen kleinen Pönöbel da springen. Dann auf diesen kleinen Pönöbel da. Ja, richtig. Und dann von da, ach, da ich habe übrigens überlegt, es gibt doch keinen Checkpoint bei mir. Das heißt, man kann ja auch einfach hoch. Nein. Eigentlich schon. Also eigentlich, es wurde gesagt. Ja, ist nicht mehr verboten. Aber wir können auch sagen, passt schon. Es ist okay, ich mach's nicht. Ja, ich will jetzt nicht mehr sagen, wie die Leiter noch klettern. So, und da muss man eben. Hier kann ich mal vorgesprochen. Egal. Da muss man. Nein. Kannst du mal sagen, von wo es von hier losgeht, weil ich war gerade rausgetappt, sorry. Hier, ab hier nochmal. Hier. Ab hier, ja, dann muss ich hier auf diesen... Es ist möglich, auf den Pinipel hier zu springen. Na, auf den Splitter da. Welcher Splitter? Von hier auf diesen Splitter. Ja, klar, und dann? Und von da dann da rüber. Es ist echt möglich, auf das Ding hier zu springen. Ja. Und dann noch auf das Teil drauf und dann bin ich fertig. Dann noch einmal hier oben auf diesen Förderband-Dings da. Mhm. Und dann von da auf die Kiste drauf. Die Kiste ist das Ziel. Achso, ich muss von aber da oben? Du musst auf der Kiste stehen, nicht... Muss ich aber von ganz oben drauf springen? Oder von dem Fördermast, von dem Ding hier, Förderlift, das hier ist? Förderlift, aber von da, von dem... Also... Also ich muss nochmal zur Wand hochspringen und dann nochmal auf das Ding drauf. Na, hier ist das erste... Also du siehst ja diesen ersten Förderlift ja, und dann den zweiten. Ja. Das obere Abteil vom ersten reicht. Achso, okay. Das zweite ist einfach nur Deko. Ja. Okay, dann passt es. Okay. Ich sehe gerade die brutalste Abkürzung bei mir. Ich hab's noch nicht beachtet, aber... Okay. Oh, warte also. Mal, ich kann's mir auch vorstellen. Klein, aber fein. Ich hatte nicht mehr Zeit, um was anderes zu bauen. Ja, zeig mal, was hast denn du so... Oh, das sieht aber echt cool aus sogar. Ja, man... Was? Das darf ich springen, oder? Nee, das darfst du springen gleich, ja. Aber okay. nicht vorführen. Wenn du vorführst, weiß er, wie es geht. Okay. So richtig. Aber wo musst du hin? Das Ziel ist hier. Das hier, wo ich gerade drunter stehe. Also hast du so gesehen, wenn ich jetzt sehe, 5 Sprünge. Ja, ich hatte nicht mehr Zeit. 4. Du hast 4 Sprünge. Ja, alles gut. 5 Minuten. Alles total knifflig, aber Kick of Ender spielt das, ne? Deswegen ist es... Wir können das Spiel... Oh, sorry, ich wollte nicht springen. Wir können es ja nochmal spielen irgendwann. Also ich hatte Spaß, 25 Minuten. Ich kann nächstes Mal 10 Minuten machen. Okay, also ich muss bei dir spielen. Du springst meins. Ich spring Kick of Ender und Kick of Ender springt deins. Okay. Ich würde aber sagen, wir bleiben bei der Kiste stehen, wo ihr die Sachen rausgeholt habt. Ja. Und ich zähle von 3 auf 1 runter und wenn ich jetzt sage, gehen wir los, okay? Okay. 3, 2, 1, jetzt. Okay. Das ist die Abkürzung, die... Ja, ich hab's geschafft. Ich hab direkt... Oh mein Gott. Aber macht mal weiter, ich versuch's normal zu schaffen. Also, ja, man muss halt den ersten Sprung bloß schaffen, ne? Auf Ende. Aber ich spring's mal normal nochmal. Oh mein Gott, ey, diese kleinen Dinger. Digga, aber... Alter, Yoshi, wie soll man das denn schaffen?
Also ich hab's jetzt auch normal geschafft. Nein, aber ich hab's mehrmals geschafft. Hast du es gerade geschafft? Achso, deins meinst du? Nein, nein, ich hab meins geschafft. Also es ist auf jeden Fall möglich. Oh mein Gott, diese kleinen Mini-Dinger nerven mich. Ich bin jetzt irgendwie 3 Monate gefallen oder so. Ja, ich hab's schon schwierig quasi gebaut, aber wenn man weiß, wie es geht, ist es richtig klasse. Du hast es geschafft? Perfekt. Aber die Abkürzung ist schon traurig. Ja, schon mal wirklich, ich bin hier, darf da hochspringen, bin halt hier oben drauf. Ich bin ja, ich weiß, drauf. Das hab ich mit dem Trigger auch gesehen, dass ich, oh scheiße. Aber ich hab's, vielleicht... Ja, nochmal, ja, sag ja. Nee, reduziert fertig, sorry. Ich hab's auch fast allein geschafft, nur ich hab den letzten Sprung nicht vergessen. Also ich hätt's auch beim ersten Mal andersrum auch geschafft. Weil ich bin dann von hier... Normal also es auch, geht, also, es ist sehr schön einfach gebaut von dir, jetzt hab ich's auch geschafft. Okay. Aber, ja. Ich schau mal Yoshi zu, ja, meins nochmal. Ich glaube an mich. Oh mein Gott. Was mache ich hier? Aber ich dachte echt, dass wir die Materialien mehr verbrauchen, aber es waren echt noch viele, die man übrig hat. Aber ich hatte Schwierigkeiten, irgendwie eine Idee zu finden, wie man der Luft baut. Es ging nicht in meinen Kopf rein. Also man muss mal sagen, eure sind zwar, glaube ich, schwieriger als meins, aber dafür sind meins irgendwie cooler aus. Ich glaube, meins ist echt schwer geworden. Eigenluft schwingt. Was? Sagt der und macht es beim ersten Mal. Oh mein. Du bist drüber geslidet. Ich schaff das. Ja, alles gut. Das sehen nur 12 Leute. Höchstens. Noch bin ich nicht groß. Noch hast du nichts zu befürchten. Ja. Oh. Okay, wenn ich jetzt beim letzten Sprung verkacke, dann was ist die Leiter hier. Oh, der stimmt, der letzte Sprung. Ja, der ist nicht schwer. Ich wollte ihn schwerer machen, aber dann ist die Zeit abgelaufen. Oh mein Gott! Tipp, aber ich lande nochmal. Nicht sprinten als Tipp. Okay. Ey, ich komm nicht mal dahin. Oh mein Gott. Junge, mach's doch nicht so spannend. Jetzt. Soll ich dir einmal vorführen oder willst du es selber schon? Ich schaff das. Oh, du bist gegen die Decke geklatscht. Ich glaube, ich sterbe, bevor ich das hinbekomme. Nein, das. Und? Oh mein Gott, ich bin schon wieder gegen die Decke. Ich warte mal oben auf dich, ne? Ja, alles gut. Okay, auf Ende, was wird das da unten? Ja. Oh, ja, das ist auch geschafft. Hey.